Leute, herzlich willkommen zurück beim neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um etwas, worüber ich eigentlich nicht so gerne rede. Aber ich dachte, ich mach's einfach mal, weil viele Leute fragen mich das immer wieder, ob ich gläubig bin, ob ich an Gott glaube, bla bla, ob ich eine Religion habe und so weiter und so fort. Nein, ich habe keine Religion, ich mag Religion nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hasse sie, aber doch, ich hasse sie eigentlich schon. Ja. Also, ich konnte damit noch nie was anfangen. Und was ich ganz besonders an Religionen hasse, ist, wie sie über die Dämonen reden. Das geht einfach gar nicht klar. Die Windeltypen, ihr wisst schon, was das ist, oder? Also, wenn ihr mal ein Dämonenvideo gesehen habt, wisst ihr, was das ist. Wenn nicht, Windeltypen sind religiöse Fanatiker, die jede Menge Hass und jede Menge Lügen und alles Mögliche, vor allen Dingen gegen die Dämonen verbreiten. Aber auch gegen andere Dinge, wie teilweise sogar gegen Tiere. Und ich hab... Wirklich, es ist wirklich so. Windeltypen verbreiten Hass gegen Tiere. Ich hab's erst auch so... Ich dachte mir so, reicht es nicht schon, dass ihr die Dämonen so runtermacht? Muss ja auch noch Hass gegen Tiere verbreiten. Aber was machen sie wirklich? Und was ich auch gesehen habe, gegen Katy Perry und noch gegen andere Leute. Ich weiß jetzt nur von Katy Perry, was meine Lieblingssängerin ist. By the way. Ja, das ist so schlimm teilweise so, was sie eigentlich alles von sich geben, ne? Das ganze Internet ist voll davon, bei YouTube, auf diversen Internetseiten und so weiter, bla bla. Und sie machen es noch genauso, wie sie es auch im Mittelalter gemacht haben, heutzutage. Nur, dass sie heutzutage keine Macht mehr haben, zum Glück nicht. Alter, ich bin so froh, dass ich nicht im Mittelalter lebe, wo diese Windeltypen diese Macht hatten. Das geht gar nicht. Sie dürfen nie wieder so viel Macht bekommen, weil sonst würden sie locker wieder so viele Leute umbringen. Glaube ich. Also damals wurden... Ihr wisst schon, wovon ich rede, oder? Hexenverbrennung, Folter, bla bla. Ich habe, als ich 9 war, ungefähr ein Buch über Hexenverbrennung gelesen. Und da hat einer, der die das erlebt hat, hat sozusagen davon erzählt, wie sie gefoltert wurde. Und ich habe davon nächtelange Albträume gehabt. Es war so schlimm. Ja, und diese Leute gibt es immer noch und sie verbreiten immer noch ihren ganzen Hass gegen die Dämonen. Sie behaupten, alle Fehler und alle Probleme der Menschen wären die Schuld der Dämonen. Sie behaupten auch, dass wenn die Politiker irgendwie schlechte Entscheidungen treffen und so weiter, was sie ja öfters mal tun, dass das alles die Schuld der Dämonen wäre, dass sie von Dämonen besessen sind, diese Politiker sozusagen. Was völliger Schwachsinn ist, das ist alles die Schuld von den Menschen. Wie ich ja schon erwähnt habe in meinem Dämonenvideo, Menschen sind die einzigen Kreaturen, die wirklich böse sein können. Richtig böse. Und die kommen damit einfach nicht klar, deswegen geben sie anderen Wesen die Schuld. Wie den Dämonen. Aber die Dämonen können nichts für unsere Fehler, sie können nichts für unsere Probleme und sie können auch nichts dafür, wenn die Menschen die Welt zerstören sozusagen. Die Dämonen verschmutzen nicht die Umwelt, die Dämonen quälen keine Tiere. Die Dämonen führen keine Kriege gegeneinander. Nein, das machen alles die Menschen. Ja. Ich reg mich schon wieder zu sehr darüber auf, was ich nicht tun sollte, weil es alle... Ja, aber... Ja, also eigentlich ganz... Das ganze Internet ist voll mit diesem Quatsch. Und diese ganzen Sachen, die die Windeltypen da verbreiten, die sie sagen über die Dämonen und so. Also dieser ganze Hass, der da drinne ist, das ist heftig, wirklich. Mann, das ist echt richtig heftig. Ich habe von noch keine übernatürlichen Wesen... Weder die Dämonen, noch irgendwelche anderen Wesen, jemals so viel Hass und so viel Negativität wie von den Windeltypen mitbekommen. Und kein Dämon könnte so hasserfüllt sein wie die. Das ist echt so. Das ist teilweise wirklich schlimm, was die eigentlich da von sich geben. Ich dachte mir so, glaubt ihr das eigentlich im Ernst? Könnt ihr im Ernst sowas in die Welt setzen? Warum? Wieso macht ihr das? Wieso beschuldigt ihr andere Wesen für die Probleme der Menschen? Wieso macht ihr das? Das geht gar nicht. Und wieso versucht ihr diesen Wesen dann weh zu tun noch? Weil es ist ja nicht nur so, dass sie Lügen verbreiten über die Dämonen. Die versuchen denen ja damit weh zu tun. Die versuchen ja auf die loszugehen mit dem Scheiß. Mit ihren Lügen und mit ihrem Hass. Und die Dämonen, die sind, ihr wisst ja, das sind geistige Wesen, die fühlen das natürlich.
Die können eure Emotionen wahrnehmen. Und die können auch den Hass gegen sie sich wahrnehmen. Können sie alles fühlen. Ja, ist so. Deswegen. Und ihr wundert euch, dass die Dämonen euch angreifen. Ich rede jetzt mit den Windeltypen, nicht mit den Leuten, die dieses Video gucken und die keine Windeltypen sind. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wie könnt ihr das nur? Ich habe einmal auf YouTube ein Video gesehen, das heißt, 3 Wege, Dämonen zu quälen. Kein Witz, es gibt wirklich das Video. 3 Wege, Dämonen zu quälen. Was ich euch auch noch über die Windeltypen sagen muss, ist, sie haben keine Spiritualität. Sie haben keinerlei Verbindung zur übernatürlichen Welt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Deren drittes Auge ist zu. Vollkommen zu. Sie verurteilen es auch, es aufzumachen. Sie hassen Magie. Sie hassen eigentlich die ganze Welt. Auf einer Windeltypenseite steht sogar, dass sie die ganze Welt hassen. Kein Scherz, das steht da wirklich. Die schreiben, man muss die Welt hassen. Ich dachte mir so, was hasst ihr eigentlich nicht, außer eure Religion und außer eurem Gott, was hasst ihr eigentlich nicht? Ja, aber es ist auch vor allem das, was sie über die Dämonen sagen, was ich richtig, richtig schlimm und richtig grausam teilweise auch finde. Und ich denke mir so, wie könnt ihr so solch einen Hass, solch eine Verachtung gegen Wesen haben, die ihr noch nicht mal kennt, weil sie kennen die Dämonen nicht. Sie sagen Sachen über sie, obwohl sie überhaupt nicht kennen. Sie reden von Dingen, von denen sie gar keine Ahnung haben. Sie reden zum Beispiel teilweise über Magie, obwohl sie mit Magie null am Hut haben. Sie haben damit gar nichts zu tun. Sie wissen nichts davon. Sie wissen gar nichts davon. Und trotzdem reden sie darüber. Trotzdem verbreiten sie ihre Lügen darüber. Wenn sie nichts darüber wissen, wenn sie nichts damit zu tun haben wollen, dann sollen sie es einfach lassen. Dann sollen sie einfach aufhören zu reden. Bei mir ist es so, ich glaube nur Dinge, von denen ich fühlen kann, dass sie wahr sind. Und bei Religionen ist es so, ich kann das nicht fühlen. Ich fühle da nichts. Und ich fühle einfach, dass es nicht wahr ist. Auch was über die Dämonen behauptet wird. Ich habe schon immer gefühlt, dass die Dämonen nicht böse sind. Das hatte ich schon immer gefühlt. Ich wusste es auch schon immer, bevor ich ihnen überhaupt jemals begegnet bin. Ich habe sie nie für böse gehalten. Ich wusste instinktiv, dass sie es nicht sind. Das ist vielleicht, weil ich so eine Verbindung zur übernatürlichen Welt habe. Wahrscheinlich ist es deswegen, dass ich das so fühlen konnte. Und ich liebe die Dämonen wirklich richtig. Sie sind mir richtig wichtig. Und es sind meine absoluten Lieblingswesen von allen übernatürlichen Wesen, die es gibt. Ja. Ja, so viel dazu. Und was ich euch auch noch erzählen wollte. Einmal habe ich ein 3 Stunden langes Video auf YouTube gesehen. Da hat so ein Windeltyp mit einem Dämon geredet. Auch. Also ich habe schon einige von diesen Videos gesehen. Aber das war so. Man hat kein Bild gesehen, man hat nur gehört, wie er mit diesem Dämon geredet hat. Und das war so. Ich habe es mir angeguckt und danach habe ich mir tagelang Sorgen gemacht um die Dämonen. Und wegen anderen Videos habe ich mir auch Sorgen gemacht und wegen anderen Sachen, die ich gelesen habe. Ich sollte es nicht machen, weil es ist alles sowieso Blödsinn. Aber ich bin so jemand, ich nehme mir das alles, was ich lese, auch wenn ich weiß, dass es nicht wahr ist. Ich denke darüber viel zu sehr nach und nehme es mir alles zu Herzen. Und ihr wisst ja, dass ich die Dämonen sehr liebe. Und das tut dann natürlich weh, sowas zu lesen. Ja, und das ist halt, hört halt einfach nicht ab, wenn denen jemand was Böses will. Aber sie können sich verteidigen, sind sehr mächtige Wesen. Ich weiß es. Ich weiß auch, dass ich auf ihre Kräfte vertrauen muss. Ja, aber trotzdem, wenn ich solche Sachen, das zieht mich einfach runter. Ich mag es einfach nicht lesen mehr. Und ich guck's mir auch nicht mehr an. Sollte ich auch nicht tun. Ja, aber das war jetzt mal mein Video darüber und was ich über Religion denke und wieso ich so darüber denke. Und falls irgendein Windeltyp da draußen dieses Video sieht, denk einfach mal darüber nach, was du eigentlich glaubst, ob du das glaubst, weil du es mit dem Herzen fühlen kannst, dass es richtig ist, oder ob du es nur glaubst, weil du Angst hast,
dass du sonst vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in die Hölle kommst oder Gott dich hasst, wenn du das nicht glaubst. Denk einfach mal darüber nach. Lass es dir durch den Kopf gehen und bis zum nächsten Video, Leute.